Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt's nochmal eine Rezension von mir. Ich habe heute wieder Drehtag, deswegen sollte ich mich verhaspeln. Wundert euch nicht, ich rede schon ein bisschen länger. Und ja, es gibt heute eine Rezension und zwar zu Schattentanz. Die Tiermagierin von Maxime M. Martineau. Ich habe keine Ahnung, irgendwas mit Martin und Ö am Ende oder eher... Vergesst es. Auf jeden Fall ist das Buch aus dem KISS Verlag und ich habe es als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich habe diesem Buch tatsächlich sehr entgegengefiebert. Es ist nämlich auch das erste Romantasy-Buch im Verlag. Die haben ja sonst eher so, ja, so New Adult und so. Und deswegen haben wir jetzt das erste Mal Fantasy und ich kann euch vorab sagen, ich finde ihr Fantasy-Romantasy-Debüt ist wirklich sehr gelungen. Mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen, kommen wir erstmal zum Inhalt. Genau, es geht hier um Lina. Ich spreche sie einfach mal Lina aus. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ihr merkt schon... Ich und Namen aussprechen, das ist nichts, das ist genauso gut wie Namen merken, aber okay. Genau, wir haben hier Lina und Lina ist eine Tiermagierin. Hier geht es sehr viel um Tierwesen und Lina ist eine Tiermagierin. Nur, ja, es gibt da so ein kleines Problem, weswegen sie eventuell auf der Flucht ist. Sogar vor ihren eigenen Leuten. Und ja, dann haben wir auf der anderen Seite Nock. Und Nock ist ein Assassiner. Und ja, Nock, seine Bande, hat quasi den Auftrag bekommen, Lina auszuliefern oder zu töten. Und ja, und Lina findet dann jetzt ausgerechnet bei Nock irgendwie ihren Schutz. Das hört sich jetzt alles ziemlich wirrwarr an. Ich habe es auch sehr wirrwarr erzählt. Ich weiß aber nicht, wie ich es besser erzählen soll. Auf jeden Fall, sagen wir so, Lina und Nock machen einen Deal und ja, Lina darf dann was für Nock tun und im Gegensatz denkt sie, dass, sag mal, ist da ein Knick in meinem Buch? Das sieht die ganze Zeit in der Kamera so aus, aber da ist kein Knick. Falls das so aussieht, als wäre da ein Knick, da ist keiner. Lina darf was für Nock tun und im Gegensatz dazu, ja, machen die halt, wollen sie sie halt nicht mehr töten, sagen sie. Genau. So, das ist so grob der Inhalt. Ihr müsst es natürlich selbst lesen. Ich möchte euch aber was dazu erzählen, wie es mir gefällt. Deswegen gehen wir weg vom Inhalt. Lest euch den Klappentext durch. Obwohl der Klappentext gibt gar nicht so viel Preis. Aber ich finde, es ist auch eine Geschichte, in die man sich einfach reinfallen lassen kann. Und also kommen wir zu Lina. Sie ist Tiermagierin. Was bedeutet, sie hat wundervolle Tierwesen. Und oh mein Gott, das fand ich so, so toll. Es hat mich total an fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind erinnert. Es geht so in die Richtung und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es einfach absolut magisch. Das ganze Buch war einfach wirklich magisch. So lässt es sich sehr, sehr gut beschreiben. Ich fand sie so toll, wie sie mit ihren Tierwesen umgeht und ja, wie sie sich auskennt und diese ganzen Beschreibungen. Es wird wirklich sehr, sehr viel beschrieben. Sowohl die Welt als auch die Tierwesen werden sehr ausführlich beschrieben, was ich aber gar nicht langweilig fand. Im Gegenteil, es war einfach so interessant und es hat so, so viel Spaß gemacht, das zu lesen, weil auf dieser Reise von Nock und Lina begegnen wir halt auch sehr vielen Tierwesen und ja, es wird dann sehr viel beschrieben, wie diese gezähmt werden und wie man die behandelt und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht ausschweifen, aber das hat alles so viel Spaß gemacht. Es war so toll, das zu lesen und das Buch wird immer aus der Perspektive von Nock und Lina geschrieben und ich mochte auch Nock sehr, sehr gerne. Er ist ja unser böser Assassine quasi und ja, oh mein Gott, ich fand seine innere Zerrissenheit so toll und so glaubwürdig. Ich habe ihm absolut alles abgenommen. Ihm ist halt etwas passiert und ja, das macht halt aktuell sehr viel von ihm aus, von seiner Persönlichkeit aus und ja, ich habe ihm wirklich alles abgenommen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich fand allgemein alles in diesem Buch so, so glaubwürdig und es war so gut erzählt und auch die Liebesgeschichte natürlich, die sich dann anbahnt zwischen Nock und Lina.
Die fand ich so gut. Es ist keine schnelle Liebesgeschichte. Es ist eine langsame, so umeinander rumschleichen Liebesgeschichte. Aber es hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Weil man sich die ganze Zeit gedacht hat, oh komm Leute, rafft euch jetzt endlich zusammen. Auch wenn man natürlich weiß, warum das nicht möglich ist. Zumindest von Nocks Seite aus. Genau, also ja, ihr merkt schon, ich bin rundum begeistert. Das Ende war echt fies, muss ich sagen. Also das Ende hat so an sich keinen gemeinen Cliffhanger, aber es lässt halt einen mit diesem Gefühl zurück, dass man unbedingt weiterlesen muss, weil es bleibt natürlich sehr, sehr viel offen und ja, es bleibt so eine Hauptkomponente offen und man möchte natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das Buch hat übrigens, beziehungsweise die Reihe hat übrigens, könnt ihr vielleicht hier sehen, 3 Bände. Und Band 3 erscheint erst am 23.03. Oh mein Gott, also noch 2 Monate knapp. Es geht eigentlich. Ja, also ich fand es wirklich wundervoll, dieses Buch. Ich bin ja normalerweise jemand, ich mag nicht diese vielen Beschreibungen von etwas. Aber hier, ja, hat es der Geschichte absolut keinen Abbruch getan und ich mochte das wirklich, wirklich gerne. Ich muss sagen, was mir echt leid getan hat, ich habe so lange für dieses Buch gebraucht. Also ich glaube, ich habe locker 2 bis 3 Wochen in diesem Buch gelesen, aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil ich so viel um die Ohren hatte. Und dieses Buch, finde ich, konnte ich persönlich nicht einfach so nebenbei lesen. Also es ist nicht wie so ein, ja, ich sag mal, wie so ein 0815 New Adult Roman, den man jetzt mal so schnell nebenbei liest, weil es so eine Geschichte ist, die man schon 100-mal gelesen hat. Sondern es war wirklich, wirklich besonders und ich wollte mich einfach in die Geschichte reinfallen lassen. Und deswegen habe ich es auch nicht übers Herz gebracht, einfach, ja, mal eben so zu lesen, wenn ich gerade mal 10 Minuten habe. Und ja, also eine absolute Empfehlung von mir und gefällt mir richtig gut. Ich kann es kaum erwarten, weiterzulesen und zu erfahren, wie es mit Nock und Lina weitergeht. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Rezension. Schreibt mir super, super gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch gelesen habt, ob ihr es noch vorhabt und ja, ob ihr schon überhaupt was von dem Verlag gelesen habt. Also bis jetzt alles, was ich von dem Verlag gelesen habe, hat mir unglaublich gut gefallen. Da war bisher wirklich keine Enttäuschung bei. Deswegen vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar. Bin absoluter Fan vom Verlag und ja, ansonsten sage ich mal, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!